Ni hao. Wo de me che, jan dol chong den la. Es dauert mir 2 Stunden zu lernen, bevor ich einen Vortrag in Taiwan machte. Das bedeutet, guten Tag, ich heiße John Doe, ich komme aus Dänemark. Ist das nicht wahr? Okay, also, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich zu sagen, dass Ökoline ist eine Weiterentwicklung von MPSO. Das ist, ich wollte lieber sagen, das ist bei MPSO inspiriert. So, lass uns sehen, wie es geht. Ob, ja. Also, es gibt 2 verschiedene Akupunktur, nicht Akupunktursysteme, 2 verschiedene Systeme, MPSO und Akonova heißt es heute in die alten Tage, das heißt, vor einigen Jahren habe ich Akupunktur 2000 gesagt. So, ich sage es zum Beispiel manchmal Akonova und manchmal Akupunktur 2000. Das Grund, dass ich das Name versuche zu verändern, ist, dass sobald man Akupunktur sagen, denken alle an chinesische Akupunktur. Und Akonova Akupunktur 2000 hat nicht richtig mit chinesischer Akupunktur zu tun. So deshalb verenden wir das, versuchen das. Ich habe eine Bitte. Ich versuche Deutsch zu sprechen. Ich weiß, dass für einige ein bisschen schwierig ist zu verstehen, aber hoffentlich klappt es trotzdem. Das ist mindestens besser als Dänisch zu sprechen. Ihre Grammatik kenne ich nicht. Ich weiß nicht, wenn es der, die, des, den heißt. Und ich habe auch manchmal kommt eine kräftige Sprache, weil ich habe viel Deutsch zusammen mit der Deutschen Telekom, also T-Mobile gelernt. So deshalb ist es nicht ein richtiger Hochdeutsch, aber mehr Straßendeutsch, denke ich. Lass uns sehen, ob das geht. So, anstelle von die normale Maps in NPSO verwenden wir das Energielinie, aber nicht die Punkte, wo die normale Maps liegt. So, lass uns ein bisschen zurückgehen. Wir haben mit diesem System ungefähr 2 Jahre gearbeitet und das erste Test war bei einigen meiner Schüler gemacht. Das war ungefähr 15 Leute und sie war sehr, sehr begeistert für das. Ja, okay. Alle Mikrosysteme arbeitet über die verschiedenen Keimblätter. Endoderm, Ektoderm und Mesoderm. Fast alle Systeme wirken über das Endoderm. Nicht Akonova, Akupunktur 2000, wirkt über das Ektoderm. So, wenn man zwei von diesen Systemen zusammen machen kann, dann ist das Ergebnis noch besser, noch größer. Das ist sicher klar. Ich weiß nicht richtig, was hier passiert ist. Einige hat mit meinem Computer ein bisschen gearbeitet. Ja, okay, das geht trotzdem. Genau ist das, was mit der sogenannten Ecoline
existiert. Das, als die meisten von Ihnen weiß, ist der endoderm bildende fossile Sacken im Organismus auch ektoderm und natürlich auch mesoderm. Was ich früher gesagt habe, ja. So, das bringt zusammen sowieso eine Symbiose, kann man sagen. Ich bin nicht so stark in Theorie, ich bin mehr Praktiker, ich bin mehr Handwerker. Deshalb ist das nicht so flowing im Augenblick. Aber das kommt, hoffe ich. Dieses Bild kennen wir. Wann war das? Ja, 2000, denke ich, haben wir Forschung gemacht bei uns, ein Schleudertrauma. Wir waren 6 Kollegen, arbeiten zusammen und ich verwende dann das neue System, Akupunktur 2000, und die anderen verwenden andere Systeme, 2 verschiedene, chinesische Akupunktur, Ohrenakupunktur, Essivo-Akupunktur und NPSO. Die 2 beste Resultate war NPSO und Akupunktur 2000, also was wir heute Akunova sagen. So, dann kann ihr sich sicher vorstellen, dass wenn man mit diesen 2 Systemen zusammenarbeitet, bringt es noch viel mehr. Jetzt kommt es. Mit NPSO, also Schmerzzentrum, Energielinie und verwenden das Punkt hier für ein Problem, der hier sitzen. So machen wir das nicht. Aber wir brauchen das klar gleiche Schmerzzentrum, Energielinie, aber an Stellen von da setzen wir Nadel, wir verwenden Nadel bei uns, wir verwenden leider nicht Licht, das habe ich nicht versucht, wollte das gern. Wir verwenden Akupunkturnadel und wir setzen das Nadel genau ins Gelenkspalte. Das machen wir auch mit Akunova. Und das war das Inspiration von das.